Folge 23 in dieser 24-tägigen Quick-Tipp-Reihe. Falls Folge 23 deine erste Folge ist, dann hast du 22 Folgen verpasst. Die kannst du aber jederzeit nachgucken, sind alle auf dem Channel verfügbar. Im Endeffekt ein kleiner Adventskalender mit 24 kurzen Videos, alle nach Möglichkeit kürzer als 5 Minuten, mit kurzen Tipps zu Lightroom, Photoshop und Fotografie. Ja, am Tag vor Heiligabend habe ich ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Und zwar, wer von euch hat sich auch schon hin und wieder mal gewünscht, dass man die Intensität von Lightroom-Presets mit einem Regler rauf und runter schieben kann? Also, dass man sagen kann, ich finde dieses Preset eigentlich cool, aber eigentlich möchte ich nur 50% des Effekts haben. Und ja, das geht mit Hilfe eines Plugins. Das ist ja in der Testversion kostenlos. Eigentlich ist es kostenlos. Es ist das Shareware-Modell, glaube ich. Also im Endeffekt, wenn einem das gefällt, ist man angehalten, 10 Euro dafür zu bezahlen. Was ich eigentlich recht fair finde, kann man auf jeden Fall machen. Zu Demonstrationszwecken habe ich euch das jetzt mal präsentiert, also habe ich euch das jetzt mal runtergeladen, habe es leider noch nicht gekauft, shame on me, aber diese 10 Euro ist es auf jeden Fall wert, deshalb bitte auf jeden Fall kaufen, wenn euch das taugt. So, um euch zu zeigen, wie das funktioniert, nehme ich euch mit an den PC, dann laden wir das Ganze runter, installieren das und aktivieren das und schauen, ja, dann auch, wie ihr die Intensität von diesen Lightroom-Presets dann anpasst. Also, let's go! Okay, also das Plugin bekommt ihr hier auf capturemonkey.com/thefader und dort könnt ihr einfach euch das Ganze hier herunterladen. Datei speichern, fertig. Dann geht ihr, Moment. Genau, dann entpackt ihr das in eurem Download-Ordner und es gibt so eine kleine README-Datei. Da steht dann alles drin, unzip the package, also an. Ja, entpacken an einen Ort eurer Wahl. Start Lightroom and open Plugin Manager vom File Menu. Click Add and Navigate to Folder where the Fader LR Plugin is located. Select the Fader. Click Add Plugin. Okay, sieht ja alles recht einfach aus. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, wir machen mal Lightroom auf. Klicken hier oben auf Datei, Zusatzmodul Manager. Und ihr seht, ich habe es hier schon drin. Könnt ihr hier auf Hinzufügen klicken, sucht euch euren Ort und wählt das Plugin aus. Dann habt ihr das hier drin. Und hier steht es auch nochmal: Is Shareware Model. You can try it freely and if you find it useful, you are encouraged to pay a one-time registration fee of $10. Das bedeutet, also man ist nicht gezwungen. Aber es wäre schon schön, wenn man sich das kauft. Okay, es ist jetzt also hier drin, wenn ich im Entwicklungsmodul bin und habe zum Beispiel mein New York Brooklyn Bridge Preset, kann ich das anwenden, aber irgendwie ja, ist es noch nicht da. Irgendwie sehe ich jetzt noch, habe ich jetzt noch keine Option, das anzupassen. Um jetzt das anzuzeigen, gehe ich nochmal auf Datei, Zusatzmodul Optionen und wähle hier The Fader aus. Dann kann ich mir hier aus meinen Presets New York, Brooklyn Bridge. Und seht ihr, wird das angewendet. Das sind 100%. Für alle, die es gerne übertreiben, geht das Ganze bis 150%. Aber ich kann das nach unten hin dosieren, bis dass mir das gefällt. Ich habe also einen Slider. So. Ich jetzt sage, ich will das so auf, ja, 85% und klick OK. Dann ist es angewendet. Und von dort aus kann ich dann natürlich auch, wie gehabt, ganz normal weiter bearbeiten. Also es ist ein bisschen umständlich, das immer wieder über Datei, Zusatzmodul Optionen, The Fader auszuwählen, aber immerhin bietet es mir die Möglichkeit, meine Preset-Intensität anzupassen, was oft sehr oft sehr hilfreich sein kann. Das war also The Fader, das Plugin von Capture Monkey.
auf jeden Fall super hilfreich, weil die Einstellungen alle so bleiben können, wie sie sind, ich aber die Intensität des Presets anpassen kann. Und es gibt mehr als einen Anwendungsfall auf jeden Fall, in dem das Sinn macht. Wenn du das jetzt ausprobieren willst, dann würde ich dir noch empfehlen, schau doch mal hier unten in meinem Shop vorbei. Da gibt es nämlich auch Presets für diverse Gelegenheiten. Wenn du vielleicht meine Serie des Presetter Days gesehen hast, wo wir verschiedene Presets anlegen, die man dann auch im Shop kaufen kann. Ja, guck doch mal, vielleicht willst du dir selber am 23. noch irgendwie ein Weihnachtsgeschenk besorgen. Vielleicht eine gute Option. Ansonsten lasst mir gerne einen Daumen da. Schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat oder was euch gefehlt hat. Wir sehen uns dann morgen zum letzten Video dieser Serie an Heiligabend. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen 23.12. Macht's gut, bis morgen. Ciao.